Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Video für das Spiel Defiance, das ich raufstelle für einen Crew-Kameraden aus der MP777 Crew, den Herrn Franz. Es geht um Folgendes, und zwar, wie modifiziere ich Waffen in diesem Spiel? Ist im Prinzip recht einfach, wenn man es einmal behirnt hat. Man muss zuerst einmal schauen, bei der Waffe meines Begehrens, ob die Waffen überhaupt modfähig ist, sprich, dass ich Waffen auf Sätze montieren kann. Fürs Beispiel einmal diese Schrotflinte nehmen. Nehmen am besten die Maus. Hier sehe ich immer in diesem Fenster, was kann ich auf diese Waffe montieren, beziehungsweise ich sehe hier unten bei den Kästchen unter der Stufe schon, ob diese Waffe modifizierbar ist. In dem Fall kann ich hier einen neuen Schaft, einen Lauf oder ein Visier montieren, das die Waffe dann später ein bisschen verbessert. Für das brauche ich aber diese Mods. Die bekommt man im Spiel bei den Händlern. Da muss man ein bisschen die Händler abklappern. Aber es haben eh sehr viele Händler. So, laufen wir mal hin. Ah ja, falls sich irgendwer wundert, wieso die Grafik bei mir ein bisschen anders ausschaut wie bei ihm zu Hause. Und wieso die Texturen eigentlich ein bisschen schärfer sind. Ich verwende SweetFX. Kann man sich kostenlos runterladen. Verbessert für fast jedes Spiel die Grafik. So, jetzt gehen wir mal zum Waffengeschäft. Und hier sehe ich schon, das sind die Mods, die ich aufschrauben kann. Jetzt weiß ich, ich habe eine Schrotflinte. Muss nur kurz nachschauen. Wichtig ist auch immer, dass man hier sieht, für was ist das? In dem Fall ist das der Pumpgun. Das heißt, ich gehe raus, gehe in meinen Waffenmod, suche jetzt mal alles, was ich für Pumpguns verwenden kann. Nehmen wir da, das habe ich einen Elektrotransistor. Das heißt, die Durchschlagskraft steigt in diesem Fall um 2 Punkte. Das heißt, den werden wir mal kaufen. So, dann schauen wir weiter. Nehmen wir noch, dann nehmen wir das Magazin. So, muss ich wieder da schon immer in diesem Textteil, ob es überhaupt für meine Waffe geeignet ist. Pistolen, BMG, Präzisionsgewehren, Sturm, Pistolen, Sturm, Sprengzünder, Sprengzünder, Pistolen, Sturmgewehr, Schrotflinten, gut. Da verringe ich meine Nachladegeschwindigkeit. Oder ich nehme das, dass ich ein bisschen mehr im Magazin habe, das was wesentlich gescheiter wahrscheinlich ist. Das heißt, ich kaufe diesen Mod auch. So. Und jetzt beginnt schon das Modifizieren. Jetzt brauche ich nochmal ins Menü. Da ist es jetzt wichtig, dass ich nicht hier bei der Ausrüstung irgendwas mache, sondern hier rüber gehe auf Verwertung. Hier wähle den Gegenstand. So, und dann suche ich mir mal mein Gewehr. In dem Fall hier die FAC-Schrotflinte. Mach einen Doppelklick. Hier habe ich das Feld Mods anbringen. Das werden wir jetzt mal mit tun. So, jetzt haben wir gekauft einen Lauf. Elektrotransistor. Wählen wir aus. Und, da kann ich kein Magazin annehmen. Na, ist ja egal. Wie gesagt, Elektrotransistor ist da. Und jetzt muss ich da hier unten nur noch sagen, Aktion starten. Möchten Sie mal ein paar bla, ja. Und der Mod wurde erfolgreich angebracht. Und wenn ihr jetzt danach bei der Ausrüstung schaut, hat eure Waffe hier jetzt dann einen weißen Punkt dazu bekommen. Das heißt, hier seht ihr es auch. Der Lauf der neue ist montiert. Und ich habe bisschen mehr Durchschlagskraft. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, das Spiel macht sehr viel Spaß. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist noch nicht ganz fehlerfrei. Die Menüs sollten auch nochmal überarbeitet werden, dass sie ein bisschen übersichtlicher werden. Aber ansonsten ein sehr geiles Spiel. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Macht mit Freunden verdammt viel Spaß. In diesem Sinne freue ich mich schon, wenn ihr auch euch das Spiel zulegt, wann ihr wollt. Könnt ihr unsere Crew besuchen, die MP777 Crew, und uns beitreten, und schauen wir dann, werden wir ein paar Schlachten durchführen. In diesem Sinne, danke und auf Wiedersehen.